So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rein. Ich habe nur gerade gesehen, ich muss selber meinen Creator-Code wieder eintragen. Also, wenn ihr mich auch unterstützen wollt, gerne YT-Family Hack. Warte mal, das F muss groß sein. Zack, zack, zack. Und dann einfach auch annehmen. Wie gesagt, erstmal danke an jeden, der es macht. Dann sind wir hier schon im Shop drin. Der Shop ist ganz seltsam. Nämlich hier ist jetzt das 25 Battle Pass Level. Paket, ja gut, ich hätte es mal samstags nach oben genommen, weil es halt jetzt 51% günstiger ist, aber macht es nicht, ihr levelt so schnell. Dann haben wir das Crew-Paket, natürlich das Legacy-Paket auch noch. Dann ist unser liebster Fischstäbchen wieder drin mit dem ganzen Paket für 1,4. Oha. Ach nee, da habe ich ja schon alles. Im Prinzip würde ich hier nur noch die Pickaxe dazu kriegen für 100 V-Bucks. Ja. Also insgesamt kostet das Paket 1400 V-Bucks, kann man wirklich nichts gegen sagen. Gar nichts, weil es halt eigentlich wirklich super günstig ist. Wie viel kostet? Das kostet ja eigentlich schon 1,2. Also wer noch Fischstäbchen noch nicht hat, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann haben wir Traum wieder drin, Luminus, dann die Astral-Axt, Splitterbruch, dann Arcana, dann das Straßenschattenpaket ist wieder mit drin. Das ist schon ein bisschen heftig. Für 2200 V-Bucks dafür, dass er mal kostenlos war. Naja, da muss Epic selber wissen, was sie machen. Dann Rennfieber wieder drin, Prazer, dann Dance Monkey. Aber wir wissen ja, Copyright. Ich glaube, Glitter inzwischen auch. Dann haben wir Saxo. Und Erschütterer. Warum der Emote so weit unten ist, aber gut, der springt ein bisschen hoch, vielleicht deshalb. So, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder durch. Klar, hier das Rette die Welt Paket. Ich sage, ich hatte ja gestern schon ein Video hochgeladen. Ich glaube, man kann den Rette die Welt echt am schnellsten leveln. Aber ja, muss mal gucken. So, auf Schattenpaket, das große ist noch drin, das Zukunftspaket und das Minzlegendenpaket. Und das war's an der eigentlich Stelle eigentlich schon wieder. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne natürlich ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.